Mein Baby hat so trockene Haut, was soll ich denn tun? Das ist eine Frage, die kommt meistens in der zweiten Woche. Zweite, dritte Woche. Und ich muss dann immer schon grinsen, weil ich genau weiß, was kommt. Hallo und herzlich willkommen auf hebammenweisheit.de. Die Kinder sehen manchmal wirklich aus, als hätten sie richtig, richtig trockene Haut. Und wisst ihr, was witzig ist? Ich habe neulich einen Hausbesuch gemacht bei einer Frau, die das dritte Kind gekriegt hat. Und die kam vom Kinderarzt wieder und sagt, ich habe ganz schlechtes Gewissen, ich habe gar nicht gemerkt, dass der Kleine so trockene Haut hat. Der Kinderarzt hat bemerkt, der hat so trockene Haut und ich sollte da vielleicht mal eine Bodylotion nehmen und so, was nehme ich denn da? Und ich, okay, habe mir das angeguckt und der Kleine hatte einfach nur das, was die allermeisten Kinder haben, der hat sich einfach einmal geschält. Jetzt fragt man sich, warum hat sie das nicht, wusste sie das nicht, weil sie ist ja ihr drittes Kind, aber sie hat, ihr ist es nicht so aufgefallen, weil das einfach normal war oder jemand hat sie erklärt und sie hat es als normal eingestuft. Auf jeden Fall durch die Aufmerksamkeit, die durch die Bemerkung des Kinderarztes darauf gelenkt wurde, kam es ihr dann alles spanisch vor und dann fing sie an nachzudenken, oh je, und vielleicht muss ich was tun und trockene Haut und so. Das, was der Kleine hatte, war einfach ganz normal, die Überreste von dem sie schälen, was die meisten Kinder machen. Und zwar, im Bauch sind die im Fruchtwasser. Fruchtwasser ist sehr basisch und natürlich feucht. Da hat man eine andere Haut als draußen an der Luft, das ist doch klar. Und wenn die Kinder dann geboren sind, dann schälen die sich einmal. Die verlieren diese Hautschicht, die wird abgeschilfert. Und zwar schneller als wir sonst. Wir schilfern ja ständig Hautzellen ab, aber schneller als sonst machen die Kinder das. Und das sieht dann ganz komisch aus, weil das fängt in der Regel an den Füßchen an, also in den Fußgelenken. Und da sieht es aus, wenn die Haut so ein bisschen wie aufreißt. Ja, das sind wie so kleine Risschen drin in der obersten Schicht der Haut. Darunter ist die ganz rosig, wenn ihr genau hin. Das ist nur, man sieht, Hilfe, Trockenriss, komisch. Und dann geht sofort ein Film im Kopf los. Aber guckt euch genau an, darunter die Haut, die ist total knackig und rosa und gut genährt und wunderbar und überhaupt nicht trocken. Das ist nur die oberste Hautschicht und die flockt so ab. Die schält sich so ab. Und es fängt an den Fußgelenken an den Handgelenken häufig und wandert über den ganzen Körper, am Ende so über den Bauch. Das ist oft dann der Zeitpunkt, wenn man die Kinder badet. Und dann weicht es nochmal auf und geht dann schneller ab und dann flockt überall, sieht man die Hautflöckchen. Völlig normal. Ich blende euch mal gerade ein Bild ein, da könnt ihr das sehen, wie das aussieht. Also ihr seht, das sieht wirklich abenteuerlich aus und auf den ersten Blick denkt man, oh, das ist aber nicht gut. Und wenn ihr aber genau hinguckt, dann seht ihr, dass der Kleine wirklich tolle Haut hat darunter. Die ist ganz knackig und rosig und richtig wie Babyhaut sein soll. Das sind einfach nur diese oberflächlichen Schüppchen, die gehen halt ab. Und das ist ein Prozess, der dauert unterschiedlich lange. Kinder, die lang über den Termin sind, spät geboren sind, die brauchen länger, um das loszuwerden, fangen aber früher an. Und die früher Geborenen, die fangen ein bisschen später an. Ne? Und Kinder machen das unterschiedlich ausgeprägt, aber es machen fast alle. Und ja, das fällt euch dann einfach irgendwann auf. Und ihr wisst dann, das ist völlig normal. Wenn ihr jetzt anfangt, das ist manchmal der Tipp, ist ungelogen wirklich, dass die Leute sagen, mach Linola-Fettcreme drauf, dein Kind hat irgendwie trockene Haut. Macht es bitte bloß nicht. Weil was passiert denn, wenn du jetzt eine Haut, die eigentlich in Ordnung ist, wenn du diese Haut fettest, dann sagt die, brauche ja nichts machen, macht ihr ja von außen. Ich mache kein Fett mehr, brauche ich nicht, werde ja immer gefettet, ist sogar zu viel mit dem Fett, also höre ich auf mit der Fettproduktion. Und dann habt ihr trockene Haut und die habt ihr euch aber selber hergestellt. Also, seid ganz, ganz sparsam mit Lotions. Wartet erstmal ab, guckt euch die Haut genau an und guckt, ob da drunter nicht einfach richtig, richtig tolle, super süße Babyhaut ist. Und dann ist alles normal. Wenn ihr pflegen wollt, dann nehmt ihr einfach erstens Wasser, zweitens Muttermilch und drittens ein gutes Pflanzenöl. Ich empfehle Masiyoba-Öl. Könnt ihr auch in die Badewanne tun, übrigens, wenn ihr das Baby badet. Und für den Windelbereich die Calendula-Creme von oder die Babycreme von Velita, die ist gut. Und wenn ihr in der Familie jemanden habt, der Calendula-Creme macht oder eine andere gute Babycreme, eine Wundcreme, eine Haarsalbe, irgendwas, wunderbar, nehmt die. Aber bleibt so bei den pflanzlichen Produkten, nehmt keine raffinierten Erdöle, ist ganz, ganz wichtig.
und möglichst auch keine tierischen Fette. Also Pflanzenöl ist in welcher Form auch immer ganz, ganz gut. Und viel von dem braucht die Haut sowieso nicht. Die reguliert sich ganz von alleine, wenn man sie lässt. Sie braucht Luft und Muttermilch ist nach wie vor die allerbeste Pflege. Also, schaut genau hin, macht euch keine Sorgen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenig Sorgen, wenig Gedanken, die ihr euch macht. Von ganzem Herzen, eure Levka.